Willkommen zurück zu Blitzball. Es geht weiter. Wir gehen sofort in die Spierer Liga und kämpfen sofort gegen die Albert Psykes. Na wunderbar. Na egal. Wir haben einen neuen Mitspieler gekauft. Es ist diesmal absolut synchron im Vergleich zum Hauptspiel. Wir haben Mew. Das ist ein Tormann, würde ich sagen. Ein richtig guter Tormann. Er ist auch von... Oder ist es eine Sie? Ist es eine Sie, ne? Sie ist auch, oder? Ach, ich weiß jetzt gerade gar nicht. Mew könnte beides, ne? Egal. Auf jeden Fall Tor besser wie Kipper, wobei viele gemeint haben, dass Kipper noch richtig gut wird. Aber, ja, Pech. Bei mir muss sofort jemand gut sein. Die PH und AG wäre das aber auch richtig geil, muss ich sagen. So, okay, also, der kommt ins Team. So ist denn das? Ah, ne, passt, okay. So, und jetzt Mew rein. Recht so. So, wir haben Yesh. Bots haben wir immer drin. Ach, ich muss die auswechseln, ey. Okay. Gut. Mhm. Dann sieht jetzt so die neue Gruppe aus. So, hier könnte ich Yesh noch was geben, falls er was hat. Ich glaube, der hat nur nichts. Gehen wir mal auf die nächste Seite. Ne, der hat nichts. Gift AG und das war's. Manndeckung, Schlafpass. Was haben wir noch zur Auswahl? Nur den Schlafpass, okay. Der ist ja auch gut. Den hätte ich gerne. So, du deckst niemanden. Volley S ist aber auch gut, aber für ihn, ich hätte echt gerne den Schlafpass. So, hier geht nix. Du kannst auch nix. Mew kann nichts. Los geht's! Ja, den ersten drei Blitzball-Parts, die habe ich am Stück aufgenommen. Da konnte ich nicht so wirklich auf euer Feedback eingehen. Jetzt kann ich das allerdings. Jetzt habe ich alles gelesen. Und ich nehme mir euer Feedback natürlich sehr zu Herzen. Und deswegen, ihr seht es wahrscheinlich schon an der Minutenanzahl, gibt es fortan zwei ganze Spiele pro Part. Ist es nicht toll? Ich finde es super. So, wir werden bis Frabbert durchstoßen. Also hier müssen wir jetzt echt ein bisschen gucken. Ihr habt mir auch den Tipp gegeben, macht ruhig mal sowas wie einen Hexenpass. Auch wenn es gerade nicht notwendig ist. Das gibt schließlich mehr Erfahrungspunkte. Danke für den Tipp. Wie ihr seht, jetzt ist es auch sofort umgesetzt. Und ich würde mal sagen, frühes Tutor von Titus wäre cool. So. Ah, sind das drei? Ah, es sind drei, verdammt. Jetzt ist es leider nicht mehr sicher, ob ich ein Tor mache. Da muss ich bei Yuga durchkommen. Und dann wäre das Tor sicher. Mal schauen, ob es klappt. Yes, sir! Sehr gut. Gut, 1:0 für uns kann man eigentlich... Oh, nee, kann man gar nicht sagen. Schaut mal den Fangenwert des Umnick an. Das ist überhaupt noch kein sicheres Tor hier. Aber es ist eins. Schön, er hätte es aber halten können bei dem Wert. Nicht ohne. Ja, es gibt zwei Blitzball-Spiele, deswegen möchte ich mich gar nicht so lange aufhalten. Und es geht dann, reden kann ich ja währenddessen, während das Spiel läuft, wie man sieht. Da muss ich mich ja nicht so konzentrieren. Denn der Schwierigkeitsgrad ist nicht so schwer. Aber, ja, das war klar. Wir werden uns, ich glaube, Akiba war es, der mir einen Vorschlag gemacht hat. Und das werden wir umsetzen. So, jetzt mal gucken. Yay! Ich glaube, ich habe den Schlafpass eben gelernt. Oh nein, und mein Ronzo schläft. Verdammt. Oh Gott, aber was war das für ein schlechter Pass, mein Freund. So, aber Bots hat den Ball. Bots hat den Ball und ich werde hier verfolgt ohne Ende. Das wird nicht gut enden, das wird nicht gut. Ah, nee, das kriege ich nicht. Das kriege ich nicht. Okay, okay, das war schlecht. Was soll ich machen? Ich kann nichts machen. Könnte Spaß haben, versuchen zu passen. Vielleicht kann ich, vielleicht habe ich, nee, schade, ich habe keinen besonderen Skillschuss mit ihm. Ja gut, dann, da, kriegst den Ball, bitteschön. Ja, ich werde es mir im Laufe der Spiele etwas schwerer machen, das Spiel. Jetzt noch nicht, denn ich glaube, gegen die Albert, das kann nochmal spannend werden, wie man sieht. Die haben ja richtig fette Werte. So, aber den kriege ich. Aber später werde ich mir verbieten, Skills zu benutzen, beziehungsweise ich werde sie nur ganz selten benutzen. Ich werde mir da noch ein kleines Regelwerk machen, dass mir das Spiel dann deutlich ja, schwieriger gemacht wird. Es ist echt blöd, dass jetzt gerade mein Ronzo schläft. Wisst ihr das?
Ich glaube nicht mit dem 7er Pass da hinten, das wird nicht klappen. Shit. Shit, shit, shit. Ja, jetzt muss ich passen, jetzt komme ich nicht mehr aus dem Menü raus. Na gut, dann passe ich halt zu dem. Zu Wedge. Aber das ist echt eine miese Nummer hier. So. Hab zwar ein frühes Tor gemacht, aber ich habe echte Probleme mit diesen krassen Werten. Also bei denen müssen wir die Regeln definitiv noch nicht erschweren. Aber später wird es wie gesagt so sein, dann kann ich zum Beispiel nicht mehr einen gewissen Skill benutzen oder ich verbiete mir diesen jenes und dann bleibt Blitzball spannend. Das ist eine super Sache. Nur hier ist es jetzt gerade auch sehr spannend, deswegen werde ich mich mal konzentrieren. Ja, ich habe keine Chance, denn nimmt mir den Ball ab. Ja. es bleibt spannend, jetzt gerade weil mir ein Spieler fehlt. Aber wir sind ja hier in der Spira-Spira-Liga. Wenn wir hier mal verlieren sollten, ist das gar nicht so schlimm. Es ist wie in einer echten Liga. Es gibt 3 Punkte für einen Sieg, 1 Punkt für ein Unentschieden, 0 Punkte für eine Niederlage. Verdammter Kerl, ey. Ah, wenn der jetzt schießt, habe ich gut, dass ich meinen neuen Tormann jetzt habe. Gut, dass ich den habe. Kipper hätte damit ein Problem. Ah, den. Oh, den hätte es aber auch halten können. Na, egal. Gut, bevor du zu nahe kommst, gleich mal wegpassen hier. Mensch, kann ich, wenn ich jetzt Zeb anspiele, wird er da nicht mehr wach? Kann das sein? Aber wenn ich es jetzt probiere, dann gebe ich dem Gegner einen Ball. Ne, dann gebe ich den Ball doch lieber Titus. Jo. Spätestens in der zweiten Halbzeit ist er dann wieder wach. So. Ja, bevor der eine kommt, werde ich versuchen durchzuballern und Sphäro-Schuss, würde ich sagen. Ja, ganz knapp. Super, Titus, du bist unser Retter der Not. Oh, aber das hätte ein besserer Torwart werden können. Den hält er. Krasser Tormann, wirklich. Na gut. Aber ich finde es besser so, natürlich. Das soll ja schon spannend sein. So. Ich denke, es ist auch ganz okay, dass wir jetzt Überlänge-Parts machen und mit zwei ganzen Spielen, weil es kommt ja nur einmal die Woche. Und dann ist man nicht so da rausgerissen. Ja, Spira-Liga trotzdem, auch wenn man verlieren kann, auch wenn es nicht so wichtig ist, auch wenn mich die Preise nicht anmachen, es ist wichtig, dass wir den ersten Platz letztendlich machen. Denn, wenn die Liga aufhört, müssen wir den... Ne, müssen wir nicht. Ich glaube, es ist egal. Ach, ich weiß gerade gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall ist das 10. Spiel dann entscheidend. Dann könnte nämlich danach die neue Technik von Walker kommen, wenn wir genügend... Oh, keine Chance. wenn wir die neue... wenn wir genügend Gegner gemacht haben, dann würde nach dem 10. Spiel, nach dem Endspiel der Spira-Liga, in der erneuten Spira-Liga eine... neue Ekstase-Technik von Walker kommen, die ich natürlich haben möchte. Aber trotz allem will ich natürlich gewinnen, das ist ja wohl klar. Wir werden ja alles geben, wir werden uns den Pokal holen. Und Halbzeit. Da ist es egal, auch wenn wir da jetzt nicht durchkommen. Oh Mann, 1:0 nur. Das ist nicht so Bombe. Naja. Aber wir haben schon gelevelt, wie man sieht. Und wir haben ja auch diesen Schlafpass bekommen. Und jetzt ist unser Ronzo auch wieder fit. Der kann es von den Werten her wenigstens dann auch mit denen ein bisschen aufnehmen, finde ich. Auch wenn er stinklangsam ist. Ihr seid ja nicht so Fan von den Ronzos, habe ich rausgehört. Aber naja. Okay, der hat immer noch nichts, obwohl er 2 Skillblätze hat. Das ist ja fast schon schade. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich habe hier... Da lasse ich alles unverändert. Der Hexenschuss bei Wedge lasse ich drin. Bei C Bronze der Hexenpass. Hast du den Schlafpass jetzt gelernt? Langer Arm. Schlafpass, jawohl. Dann nimm lieber den Schlafpass. So, Evasion. Chesh, Bots. Giftake. Ja, komm, lass mal so. So, was gibt's jetzt? Titus hat auch den Schlaf. Passt näher dann nicht. Das ist der Schlafschuss. Ach so. Ein kleiner Unterschied. So, Wedge. Schlafschuss. Ja, brauchen wir eigentlich nicht.
Selbstschlafschuss. Ne, mach du mal Wolle S, das wäre mir lieber bei dir. Du kannst nichts. Und. Moment, wo war ich jetzt? Da? Ne, das Hammer. Und Mew. Unser neuer Torwart. Okay. Auf zur zweiten Halbzeit. Mal gucken, ob wir unseren minimalen Vorsprung erweitern können. Oder ob das nichts mehr wird mit uns. Jetzt eventuell einen Gegentreffer bekommen, denn die Albet haben jetzt. Ah ne, ich hab schon wieder. Cool. Okay, da beschwere ich mich natürlich nicht. So, Ronzo, schön geschlafen, ja? Bist du wieder fit? Das freut mich. So. Den werden wir gekonnt ausspielen und Pass und Schlafpass. Hui. Sehr schick, das liebe ich einfach an Evasion. So. Da probieren wir doch gleich mal wieder unseren Check-Spezial. Wenn ich den nicht hätte, dann wäre das Spiel natürlich auch um einiges schwieriger. Und genau so Sachen möchte ich mir eben bald verbieten. Also schon sehr bald. Ich meine, das ist jetzt das dritte, vierte Spiel, da muss ich diese Regeln letztendlich einbringen. Aber, ich weiß noch nicht, vielleicht sogar noch innerhalb dieser Liga. Weil, überleg mal, wenn ich jetzt diesen Schuss nicht machen würde, wie sollte ich dann bei diesem fetten Tormann überhaupt durchkommen? Wenn ich mir auf den Zero-Schuss verbiete, gut, also übertreiben darf ich es natürlich nicht mit meinen Beschränkungen. Ich werde irgendwie ein schönes Mittelmaß finden, damit es spannend bleibt. Das kriege ich schon hin. Und damit es fair bleibt. So, und wie ihr seht, von wegen Check-Schuss hier. Ultimativ jetzt wieder kein Tor. Das ist endlich mal ein spannendes Spiel, so soll es sein. So, aber da hast du jetzt ein bisschen zu viel zugemutet, mein Freund. Den fange ich ab. Mit ihm, aber mit ihm. So, gut, dann geht mal vor. Hopp, geht alle vor. Ich pass bald. Irgendwann. Demnächst. Ja, jetzt muss ich was machen. Jetzt wurde ich aufgehalten. Nee, machen wir doch nur ein. Dann einen schönen gemeinen Pass. Dann schläft da vielleicht jemand ein. Ah, schön, wenn ich das. Wenn man das wüsste, ob es klappt, ne? Dann hätte ich jetzt natürlich auch den zweiten noch. Jetzt nehme ich wieder knapp. Ganz nah an jemanden spielen sonst. Oh! Wow! Obwohl er zwei weniger hatte, nicht schlecht. Hat dann sich einfach gekrallt. Das ist. Ja, das sind die Albeit. Krass ohne Ende. Komm jetzt. Jawohl! So muss das. Okay, den kriege ich ab. Oh nein. Ich muss unbedingt an meiner Verteidigung was machen. Ich bin mit den Leuten echt nicht zufrieden, aber es wird bald. Jemand kommen. Das ist echt furchtbar. Mit der Verteidigung bringt ständig den Ball abgenommen. Komm schon, jetzt haltet. Muss schon Match aushelfen hier. Aber das kann er ganz gut. Ja, nee, das ist der Bots. So. Oh, wenn ich nur mal Platz hätte. Nee, ich komm da nicht durch. Ist das jetzt ein ewiges Hin und Her, ja? Das ist natürlich Quatsch. Aber wie soll ich den denn abhängen? Der ist gleich schnell wie ich. Jetzt hat er freie Bahn. Was macht er denn? Was war das jetzt? Er hat sich doch nur mal fürs Dribble entschieden. Willst du mit deinem gigantischen 1-Tor entweder was jetzt machen, ne? So, jetzt habe ich ihn vergiftet. Und wenn er vergiftet ist, hab ich mir sagen lassen, dann kann er auch keine Skins mehr benutzen. Das ist bei der Person anscheinend eh egal. Ich glaube, das war eine Frau. Na egal. So, komm, jetzt haltet doch mal hier jemanden auf. Der schlendert da gemütlich zum Tor. Ich glaube, es geht los hier. Oh, seht, da müssen wir aber auch noch was machen. Das geht nicht als Mittelfeldstürmer. Kommt schon jetzt. Jetzt, du schießt. Also, das ist schon eine Beleidigung. Muss ich schon ehrlich sagen. Jo, lustig ist es jetzt auch wieder, dass ich. Okay, ich habe einen. Lass mal erstmal das Ganze laufen. Erstmal schön vorbrechen und dann gucken, ob ich auch eine Chance gegen ihn habe. Ja, ich habe eine gute Chance. Das sollten wir packen. Jawohl, neuner Pass. Das könnten wir. Ich überlege gerade, wie ich spiele. Ja, komm, Titus dürfte nochmal genug Power haben. Damit wir vielleicht noch ein 2-0 machen, um uns einfach mal sicherer zu fühlen. Das ist ja krass. So, direkt davor. Nicht vorstoßen. Und noch einmal bitte den Check-Spezial. Ich finde halt auch, dass die HP nach nur 3 bzw. 3,5 Spielen sich viel zu schnell erhöhen.
Wenn wir mal überlegen, im ersten Spiel waren wir froh, wenn wir einmal Check-Spezial machen können. Jetzt können wir es nur dreimal. Das ist meiner Meinung nach alles ein bisschen zu einfach. Aber na gut. So. 2 zu 0. Ich denke, das ist eine gewonnene Geschichte. Ich glaube nicht, dass die innerhalb von 5 Sekunden hier noch ein kleines Wunder bewirken werden. Da müsste ich mich schon richtig blöd anstellen. Gut. Okay, ich habe schon wieder was gelernt. Wer? Da unten steht immer Titus, er lernt eine Tech. Wunderbar. Wenigstens das funktioniert jetzt. So. Den werde ich dir aber abnehmen, mein Freund. Egal, was du damit machst. Dankeschön. Jo, jetzt kann man nicht mehr viel was machen. Das war's im Grunde. Ich werde mal... Ja, komm, passen. Noch ein bisschen. Passen wir mal zu Wedge, damit er auch wieder ein bisschen Erfahrung bekommt. Der arme Kerl ist total überflüssig. Irgendwie brauche ich gar keinen zweiten Stürmer. Könnte ich eher einen Verteidiger da vorne hinsetzen, mal ohne Mist. Einer, der den Ball gut klaut. Das ist doch sinnvoller. Und Titus bleibt mein Torjäger. Ist eigentlich sinnvoller. Oh, Wedge. Da schmeiß ich dich raus. Mündlich nach. So, erstes Spiel gewonnen. Erste 3 Punkte gehen an uns. Ob wir in der... Ja, ich glaube nicht, dass wir ganz oben stehen. Mit, doch, anscheinend schon 2 Tore. Die anderen haben nur 1. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt nochmal genau ausgerechnet wird. Ach so, gar nicht. Okay, ich dachte, das Torverhältnis kommt da jetzt auch mit rein. Wir stehen aber auf Platz 1. Moment. Ich muss nachdenken, haben wir schon 2 Runden gemacht? Runde 2? Hä? Habe ich gar nicht mitbekommen irgendwie. Ja, wir haben 6 Punkte durch. Also haben wir schon 2 Spiele gemacht. Ja. Haben wir das letzte Mal schon mit der Liga angefangen? Ich bin total kirre manchmal, wirklich. Ja, eindeutig 4 Tore. Also wir haben wohl schon angefangen. Gut, wir haben eine neue Formation bekommen und Miu ist definitiv eine Frau. Wir verlängern ihren Vertrag erstmal um ein Spiel. Das hat seinen Grund, warum ich das momentan nur immer mit 1 mache. Ich hätte das später gern gebündelt alles. So, weiter mit Blitzball. Eine Runde machen wir noch. So, ja, Runde 3, da steht's ja auch. Also, oh Mann. Los geht's. So, damit wir keine Zeit verlieren. Rein da. Hier werde ich wohl nichts ändern. Der hat bestimmt... Ach, ich guck lieber. So, da ist ein Giftnebel. Den kann man ja mal reinnehmen. Mhm. So, Gift AG. Ich, ja gut, er hat ja sonst nichts anderes. Besser wie nix. Was ist jetzt mit dir? Das kann ja wohl nicht angehen. Lern doch mal was, Mensch, Junge. Och, Junge. So geht's doch nicht. So, Miu kann noch nichts. Aber sie hat ja noch ein bisschen Welpenschutz hier. Was können wir denn von denen Feines lernen? Ich denke mal, dann nehme ich mir Anti-Gift. Evasion. Hexenschuss. Hexen-AG. Schön, dass da jeder was lernen kann. Giftpass für den, das wäre sehr gut. Das würde mich sehr reizen. Und für Mio habe ich auch schon was gesehen. Klebehandschuhe, nee, kannst du nicht. Okay. Na dann los. Nächstes Spiel. Voller Länge, wie gesagt. Es besteht die Möglichkeit... nur mal anmerken, dass wir wahrscheinlich mal im Livestream, also donnerstags, Just for Fun eine Stunde blitzballen werden. Das könnte sein. Ich weiß nicht, gegen wen spiele ich überhaupt? Mal ganz blöd gefragt. Ich kann mit den Zeichen da unten noch nicht so viel anfangen, muss ich ehrlich sagen. Diese Embleme, die sagen mir also noch nichts. Naja, ich werde es ja gleich rausfinden. Das sieht aus wie Killer Beasts, könnte das sein. Die sind ja nicht so in Gefahr. Aber von hier aus versuchen, ein Tor zu machen, wäre ein bisschen arrogant, oder? Ich versuche erstmal weiter zu trippeln. Vielleicht klappt's ja. Oh, Hexen-AG, dann klappt's nicht. Aber ich hab's gelernt. Das war nicht umsonst. Oh, die Chance besteht aber noch. Vielleicht... Ja! Geil! Gut, und jetzt weiter vor mit uns. Das war ja mal schön. So, stopp! Oh, okay, einen muss ich schaffen. Der Rest wird...
den Check abgeklärt. Jawohl. Ja, es kann sein, dass wir mal eine Stunde blitzballen werden. Hier in dieser Liga. Ich denke, das ist dann nicht so schlimm. Selbst wenn ihr den Livestream euch nicht anguckt, wenn ich dann anstatt in Runde 3 in Runde 7 bin oder sowas. Also wichtige Pokalspiele werde ich definitiv nur im Let's Play machen. Aber wenn so eine Liga mal so 2-3 Spiele fehlen, ich denke, das wird euch nichts ausmachen, oder? Wir werden noch so viel in der Liga spielen. Und wenn ihr es, wie gesagt, das wird ja für immer gespeichert. Man kann es sich auch nachträglich angucken, falls man kein einziges Spiel verpassen möchte. Es ändert ja nichts an unseren Blitzball-Parts. Wir spielen so oder so jeden Mittwoch Blitzball. So. So. Wie wär's? Gib mir den Ball. Was soll denn das? Willst du mich dissen, ey? So. Dann pass mal das Ding mal weg. Komm, machen wir mal zu Wedge. Oh. Na doch, mit 9 Pass sollte das gehen. Ich habe gar nicht auf den Wert geguckt. So, gut. Ah, er ist ein bisschen schneller, oder? Wie die Beasts? Ja, ich glaube schon. Die haben wir abgehängt. Du darfst mal schießen, mein Freund. Ist das nicht schön? Er darf auch mal. Hui. Ja, die Beasts sind jetzt natürlich deutlich einfacher wie die Albed. Ich wünsche mir nur Albed-Gegner. So in der Stärke ungefähr. Vielleicht noch ein Ticken intelligenter und es passt. So. Oder ich baue mir das Handicap ein, dass ich 2 Minuten lange spiele und Gegentore kassieren lasse. Wobei das auch irgendwie blöd wäre. Wir haben schon wieder was gelernt. Mensch, das läuft ja. Wir werden ja voll die Ability-Meister, wenn es so weitergeht. Ah, das hat gut gepasst. Okay. Oder wir spielen ohne Tormann. Aber das geht ja leider nicht. Ich muss ja einen Tormann wählen. Oder wir spielen jemand, der eins... Doch, wir spielen jemand, der eins empfangen hat. Also dann spielen wir quasi ohne Tormann. Das wäre vielleicht lustiger. Ah, ich werde mir was überlegen. Also noch so 2-3 Spiele mache ich nochmal. Und ab dann... Aua! Penner. Und ab dann kommen lustige Handicaps. Da werde ich immer mal variieren. Beziehungsweise ihr könnt natürlich auch Vorschläge machen, wie man das Spiel interessanter machen könnte. Sicherlich gibt es jetzt wieder ein paar unter euch, die sagen, ach komm, spiel doch einfach so, wie es das Spiel hergibt, aber es ist halt wirklich spannend, ne? Also ich mache das auch aus eigenem Interesse, nicht nur für euch. So, Wedge, da musst du jetzt mal durch. Ich denke, das schaffst du, jawohl. Und weg mit dem Ball, und zwar mit 2 Pass, muss ich aufpassen, aber zu Jesh, ich weiß gar nicht, wie ich ihn aussprechen soll. Sollte das gehen, und es geht ganz knapp, jawohl, jetzt können wir nochmal zu... Oh, er hat ja nur 4. Ne, wartet mal, dann... ich kann nicht mehr zurück, shit. Ich kann nicht mehr zurück, shit. Jetzt doch lieber nochmal eine Runde getrippelt. Er ist ja... Hat ja gerade halbierten Wert hier. Durch diesen Hexenangriff oder was das war. So, aber nicht so schlimm. Dann macht er es halt jetzt. Pass. Ich denke, wir werden noch ein 13-0 jetzt schießen, Titus. So, und vorbrechen. Vorbrechen. Jawohl. Sind es 2? Nein, nur einer. Okay, dann gibt es mal wieder einen Sphäroschuss. So. Aha. Ah, das kann ich nicht lernen. Okay. Puh, das war knapp. 22. Das passt natürlich. Jo. War ja zu erwarten. Weiter geht's. Zweite Halbzeit ist bald soweit. Und dann könnte ich jetzt einfach stehen bleiben und nichts machen, aber das wäre auch irgendwie uncool. Außerdem kommt das ja alles hier automatisch. Man muss ja nichts drücken oder so, während man nicht im Ballbesitz ist. Also nicht, dass ihr meint, dass ich da irgendwie aktiv was machen könnte. Früher habe ich mir das immer eingebildet, dann habe ich mein Gegen gedrückt. Wie so ein Irrer immer da, wo meine Spieler hin sollen, habe ich hingedrückt, so nach dem Motto, dann geht's vielleicht schneller. Und habe die Taste ständig gedrückt nach dem Motto, dann kann ich schneller blocken. Das waren alles so schöne Einbildungen damals. So. Jawohl. Oh, wir haben sogar eine Schlüssel-Ability gelernt. Das ist ja später wichtig. Wenn wir nämlich alle Schlüssel-Abilities haben, dann passiert immer was Tolles. Also skilltechnisch. So.
Du hast nichts gelernt, ne? Oh, doch, die Hexen-AG. Immerhin mal dein erster Skill. Ich bin stolz auf dich. Okay. Anti-Gift-Gift-AG, Torwart. Torwart-Power? Okay, kannst du nicht was anderes lernen? Ich meine, da. Das ist ja wohl eindeutig was für ein Tormann, nämlich. Ich hoffe, Mew kann das lernen. Mal schauen. Giftpass. Anti-Gift. Und Torwart-Power. So, bin ich mal gespannt. Schön, dass die immer so ihre Spieler wechseln, beziehungsweise ihre Skills. Da kann man... Freut man sich doch nochmal auf eine weitere Halbzeit. Dann ist es nicht ganz umsonst. Yo, wenn ich so auf die Uhr gucke, ich denke mal, das werden dann so 33, 34 Minuten. Also das geht ja noch. Ich meine, das ist bei manchen anderen Spielen eh Standard, wenn ich überziehe. Das passt. So. Und schon habe ich was gelernt. Das ist doch schön, diesen Pass habe ich gelernt. So, hopp, jetzt brecht mal vor, ihr Stürmer. Ich jetzt hier erstmal den bisschen ausspielen. Pass zu Titus. Kabums. Ja, es tut mir leid, Killiger Beasts, aber ist halt ein bisschen hoffnungslos, chancenlos hier. Das läuft richtig gut für mich. Und tschüss, ihr drei. Ich mag ich nicht. Du bist doof. Du bist blöd. Und der Ball ist gut wie drinne. Besser. Manchmal lasse ich ja so meine Gedanken kreisen. Ne? Ich habe mir überlegt, wenn man so einen richtigen... Ja, wenn man die Mittel hätte, ne? Wenn ich so ein richtig riesen Let's Player wäre, ne? Was ich dann so machen würde. Dann würde ich wahrscheinlich mal bei so einem Frank Buschmann am... und ich frage, ob er mal ein Blitzball-Turnier kommentieren möchte. Das stelle ich mir doch geil vor, mit so einem richtigen Kommentator mal ein Blitzball-Turnier. Ich kann das ja nicht wirklich. Ich brabbel einfach blöd vor mich hin. Zum Kommentator, der das richtig gelernt hat, das wäre geil. Wenn da draußen, wenn mir einer zuhört, der rein zufällig Kommentator ist und das schon ein paar Mal auf dem Fußballfeld gemacht hat, der kann ja mal so richtig, der kann sich bei mir melden, dann kann er mal so richtig aufblühen. Das wäre lustig. Pass, Pass, Pass. Ja, hopp. Pass mal dahin. Und lasst mich hin, lasst mich dahin, lasst mich dahin. Oh, jetzt geht's aber gegen 4, wenn ihr. Oh, das wäre eine Blamage, wenn ich da durchkomme. Okay, wir probieren es mal mit einem durch und dann den Check. Das heißt, der Ball muss dann auf jeden Fall noch einmal angespielt werden. Aber ich denke, der ist trotzdem noch ein ganz schwieriger Ball dann bei den Werten. Ihr seht's ja. Das müsste eigentlich nicht... Oh! Er hat eine Chance. Er hat sie nicht genutzt. Das tut mir leid. Ja, da müssen die Beasts eine richtige Schlappe hinnehmen. Das kann man nicht anders sagen. So, Furia, der wohl beste Spieler der Beasts. Ich nehme dir den Ball. Nee, nicht ganz. Also später wird es wirklich so sein, dass unsere Werte so hoch sein werden, dass wir den Typen den Ball abnehmen und ein Tor schießen. Ganz frech im Mittelfeld. So kann das echt ablaufen. Ach komm, jetzt halte den doch mal auf. Ich halte hier überhaupt nichts von Ehrentreffern oder sowas. Deswegen... Ja, das hast du noch schön gemacht, aber den zweiten... Oh, ich darf einen Gift-AG machen. Oh, damit hätte es jetzt nicht gerechnet, ne? Das tut mir leid. So, was mache ich jetzt? Erstmal vor. Kann ich den einen abhängen? Nein, ich bin nicht schneller. Schade. 4-4. Der Pass, ja, dann machen wir doch gleich einen Pass. Das ist besser. Und zwar nicht so weit, würde ich sagen, auf Seb. Schon lange nichts mehr gemacht. Und hier sich auch mal wieder engagieren. So, jetzt mach doch mal einen Pass auf
Wedge. Wedge hat auch schon lange nichts mehr gemacht. Er will auch nochmal zum Schuss kommen. So. Jo, gut. Rein mit dem Ding. Hexenschuss. Juhu! Das 6-0. Tja. Aber, naja. Ich glaube, ich werde die Handicaps schon ab nächste Woche einbauen. Und sie eben vielleicht nur bei den Albet nicht benutzen. Ich, wie gesagt, ich lausche euren Ideen. Und dann fangen wir einfach mal an. Das wird, in jeder Runde gibt es ein anderes Handicap. Das wird bestimmt lustig. Deswegen macht euch ruhig mehrere Vorschläge, wenn ihr was wisst. Ich bin gespannt. Und dann werden die Spiele fortan auch viel, viel interessanter. So, und das war's jetzt. Schlusspfiff! Schön! Gut. Wrappa, dein Vertrag ist abgelaufen. Und er hat ihn nicht verlängert. Er hat ihn nicht verlängert, sonst würde das sofort dort stehen. Wrappa von den Albets ist frei. War der gut? Waren eigentlich alle gut dort, ne? Aber ich komme jetzt noch nicht dorthin. Ich kann ja jetzt schlecht zurück nach Luca. Später kann man nämlich wieder die Leute dann abwehren. Naja, mal gucken, ob er jetzt auch vertragsfrei bleibt. Ein Guado wurde frei. Okay. Ah, nee. Also haben jetzt quasi, wenn ich es richtig verstanden habe, bei den Guados haben sie jetzt den einen rausgeschmissen und den gekauft. Na gut, ich kann da halt noch nicht mitmachen bei diesem Kaufsystem. Ich habe da leider noch keine Möglichkeiten. Aber das kommt alles noch. Jo, wir führen die Tabelle an. Das sieht doch schick aus. Ja. Wer hätte das gedacht, dass die Albet-Zeigs mit einem Punkt da unten jetzt noch rum. Das ist doch unmöglich, ey. Wie könnt ihr gegen die anderen Mannschaften nicht gewinnen mit den Werten? Ja, gut, über die Tore müssen wir uns auch keine Sorgen machen. Das läuft richtig gut. Und jetzt C. Bronzo. Vertrag um 1 verlängern. Mio auch um 1 verlängern. Ja. Warum ich das so mache, sobald ich alle in diesen Einzelschritten habe, gebe ich denen dann gleich so, keine Ahnung, um die 10 Spiele oder so, mal von den beiden Verteidigern abgesehen, die ich ja eventuell rausschmeißen möchte. Jo Leute, das war's. Danke fürs Zuschauen. Nächste Woche wieder Blitzball. Ich freue mich, ihr hoffentlich auch. Bis zum nächsten Mal.